So, einen wunderschönen guten Morgen. Zunächst wie immer der Risikohinweis und dann kommen wir auch gleich zum DAX. Was heute sehr auffällig ist, dass die Finanztitel sehr stark sind. Ja, eine Deutsche Bank, Commerzbank, Allianz stehen alle sehr weit oben auf der Gewinnerliste. Was sehr schwach ist wieder, sind die Automobilwerte, eine Daimler, eine Volkswagen. Eine BMW sind im unteren Feld. Die Bayer AG, was ja einer der schwächsten Werte war im DAX, konnte jetzt im 4-Stunden-Chart heute früh den EMA 10 überwinden und ja, ist jetzt in den Rainbow eingetreten und könnte jetzt bis 11 Euro circa 11,50 Euro nach oben laufen. Also wer wirklich antizyklisch und risikoversiert ist, könnte auf dem aktuellen Kurs eine kleine Position eingehen. Stopp auf jeden Fall sehr eng setzen. Und ich würde auf jeden Fall, also es ist nur meine Meinung, die Position auf keinen Fall über den Tag hinweg behalten, weil am Wochenende könnte jederzeit schlechte News rauskommen und dann wissen wir auch, warum hier die Aktie komplett gegen den DAX gelaufen ist. Also hier schwebt immer noch das Damoklesschwert drüber, dass hier eine schlechte Unternehmensnachricht herauskommt. So, dann kommen wir zum DAX. Xetra DAX diesmal noch. Diesen Chart habe ich ja gestern noch auch besprochen und online gestellt. Nach dem Bruch sollte er bis eigentlich an die 10.080 laufen und erst danach wäre ein Kursziel, ein potenzielles Kursziel eben wieder an die alte Kursmarke gewesen. Dies hat jetzt der DAX auf Xetra mit einem Gap erledigt und ist wieder an dem Kursziel abgeprallt. Was jetzt hier sehr auffällig ist, seit der Aufwärtsbewegung vom 29.09., dass hier die letzten Bewegungen oft mit einem Gap gestartet sind, ja, im Xetra. Und hier könnte man eben auch wieder eine Aufwärtsbewegung, ist zwar nicht sauber, aber auch wieder zu Ende zählen und könnte jetzt eine Korrektur, die eben das Ziel hat, hier erstmal das Gap auch zu schließen, beziehungsweise auch bis 9.950 zu fallen. Also hier ist aber jetzt ein markantes Widerstandscluster entstanden, jedenfalls im Stundenchart. Also 9.950 dürfte jetzt also die alles entscheidende Marke nach unten sein. Schauen wir noch kurz den 4-Stunden-Chart an auf Xetra. Ja, hier verläuft eben auch wieder dann die Rainbow-Unterkante. Also sollte man auf diesen 4,59, 4,49 achten. Dann blicken wir kurz mal auf die JFD-Indikation. Ein Tageschart, also wenn jetzt die Kerze so bleibt, könnte man das auch jetzt eher als Doppeltop interpretieren. Also solange jetzt hier kein neues Hoch über 10.180 markiert wird, wären jetzt hier auch nicht unbedingt neue Long-Positionen gut. Im größeren Chartbild, wo ich die anderen Widerstände drin habe, das ist auf Xetra. Hier sieht die Kerze eben auch nicht besonders pralle aus. Die nächsten größeren Anlaufstellen wären hier nach oben eben die 10.260 und dann hier so ein eher ein Widerstandscluster 10.130 bis 80. Darüber, ja, es dürfte eigentlich dann wirklich der Weg frei sein, sogar bis 10.800. So, dann kommen wir zu den
Einzelwerten, was diese Woche so lief, war eben die BASF, ist an dem unteren Bereich angekommen, abgeprallt. Wirklich dynamisch ist es eben noch nicht. Hier ist auf alle Fälle ratsam, entweder diesen Stoppkurs einzubehalten oder auch schon den Gewinn nach oben ziehen. Hier ist aber, bleibt für mich das trotzdem noch das Setup aktiv. Ja. Deutsche Post ist in diesen ersten Kaufzone reingelaufen. Für Nachzügler oder ideal wäre auch gewesen, wenn auch die zweite angelaufen wäre. Hier sieht das alles ja, sehr gut aus. Der dritte Wert war die Allianz. Die ist in die Kaufzone direkt eingetreten, leicht touchiert nur. Der Kurs war hier knapp unter die 143 und lief eigentlich dann direkt sehr sauber jetzt an das Kursziel heran. Und hier ist eben jeder Tagesschlusskurs über 148,50 könnte eben noch für deutliches Kurspotenzial sorgen. So, dann schauen wir noch kurz den Bund Future an. Das ist jetzt hier der 4-Stunden-Chart. Lief wieder an den Rainbow zurück, am EMA 10 abgeprallt und könnte jetzt hier doch weiter Richtung 157,50 laufen. Gefährlich wird es jetzt eher halt, wenn das letzte Tief hier, also wieder in den Rainbow zurück laufen würde, dann ja, wäre im Prinzip das hier möglich. Wirkliche Verkaufssignale würden erst bei unter 156 eben stattfinden oder unter 155,70. Und jeweils wäre ich das Kursziel bei 155 glatt. Zum Dow Jones Index. Hier lief der 30-Minuten-Chart gestern eben mit. Und eben auch noch der Pfeil. Sollte es eben hier über die 17.050 oder 45 laufen, war eben mein Kursziel 17.100. Hier lief es aber dann jetzt eben direkt bis zu dem eingezeichneten Monthly-Widerstand und da prallte er eben ab. Also wirklich sehr dynamisch lief das hoch und hier fehlt auf jeden Fall, wird heute, oder nicht, jeden Fall, hier sieht es aus, es wird jetzt hier noch ein neues Hoch auf alle Fälle generiert werden können vor Wochenschluss. Beim Nasdaq-Index noch. Da war die Zone eben angedacht, zu 4.250 zurückzulaufen. Aber schon gestern im Tagesverlauf, auch im Video schon erwähnt, dass es eigentlich zu offensichtlich war, die Verkaufskerze. Und hier bin ich davon nicht mehr ausgegangen, dass es direkt das Ziel anläuft, sondern eher nach oben der Kurs die Widerstandslinie durchbricht. Hier müsste noch ein anderer Chart da sein, wo die Widerstände eingezeichnet sind. Hier sind Kursziele von 4.450, 4.440 heute denkbar zum Wochenschluss. Und da werde ich auch übers Wochenende einen neuen Fahrplan erstellen. So, das wär's. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen noch gute Trades und bis denne.